Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget! Made in Heaven! Made in Heaven! Ich sah, wie mein Leben an mir vorbeizog und alles änderte sich. Eine alternative Realität. Ja, was sieht so? Was passiert? Das Drama beging, als Davalon und Lo geboren wurden. Der eine hässlich wie die Nacht und der andere wunderschön, so schön wie die Sonne selbst hell ist. Doch ein Fehler tauchte auf nach der Geburt. Ein mysteriöser Mann, gekommen aus einem anderen Universum, vertauschte beide nach der Geburt. Bevor das Video beginnt, Davalon hat heute Geburtstag und dementsprechend alles Gute. Und wenn ihr ihm auch alles Gute gratulieren wollt, dann schreibt das doch jetzt einfach in die Kommentare. Er wird es garantiert sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon irgendwo in Schleswig-Holstein und nehme einen Vlog auf. Wo bin ich denn hier noch hingeraten? Von daher wird das Video nicht so lange sein, weil ich auch bald los muss. Und ich würde grundsätzlich einfach mal sagen, wir gehen mal wieder auf Welt 55 und schauen mal, was da so abgeht. Unter anderem können wir da die tägliche Belohnung abholen und das Glücksrad einmal machen. Und bevor wir jetzt großartig wirklich weiter hasseln, werden wir hier jetzt erstmal, glaube ich, Mission schieben, denke ich mal, ne? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Oh ja, schmackofatzisch. Perfekt. Dann werden wir erstmal Missionen machen und dann gucken wir auch gleich weiter. Bekommen. Und zwar wunderschöne Schuhe, die ich tatsächlich auch gebraucht habe, denn... Yeah! Mein Name ist Gagamilius und ich komme, um zu kacken! Wenn ihr das noch nicht wusstet, es ist heute wieder einmal ein Epic-Event. Ja. Und Erfahrungsreichtum. Dieses Wochenende gibt's was extra. Natürlich nicht von mir, aber schau dir das trotzdem mal an. Ja, ich hätte... Denn wir begießen! Ja, ich hab's verstanden. Einmal gab's Erfahrungsreichtum halt mit doppelten XP generell. Sanduhr steht Kopf, das ist auch super geil. Die zehnfache Menge Sanduhren zu bekommen ist natürlich super gut. Und natürlich Epic Abenteuer Extravaganza. Wo man dann natürlich einfach XP bekommt, wenn man 100 Alu spielt und einmal 300 Alu. Und das ist halt natürlich schon praktisch. Vor allem jetzt hier für meinen neuen Char, der so ein bisschen noch Epic-arm ist, wenn ich es mal so richtig ausdrücken kann. Die Frage, alle Attribute, was setze ich denn da rein? Den kann ich mal verkaufen. Ich glaube, den werde ich nicht mehr einsetzen. Genauso wie den hier. Ja. Komm. Du kannst da rein. Genau. Und grundsätzlich muss ich ehrlich gestehen, ne, meine Videos, die haben schon einen schwarzen Humor. Manchmal habe ich echt Angst, dass ich dafür einen irgendwann noch auf den Sack kriege. Aber ansonsten...
Ab in Knast. Nee, sonst müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Arena schnuppern. Da können wir dann auch noch eben einmal schauen, was hier zu tun ist. Wir könnten uns natürlich hier mit dem guten alten Panther anlegen. Und wir gewinnen natürlich die Schlacht gegen ihn. Und haben ihn auch platt gemacht. Der alte Opa chillt hier auch. Der chillt hier irgendwie überall, ne? Hier chillt er, in der Arena chillt er. Chillt er auch im Waffenladen? Nö. Warum auch? Warum sollte er da nicht chillen? Wir können auf jeden Fall noch was ausbauen. Ich überlege gerade nur was. Ich glaube, ich baue die Schatzkammer aus. Mehr Inventar ist immer gut. Und eine Terra-Tarantel. Ich muss vor Stufe 100 noch das Festungspaket kaufen, bevor das verschwindet. Feuerelementar oder Fleischgolem. Terra-Tarantel, Feuerelementar oder Fleischgolem. Fleischgolem. Da haben wir jetzt auch noch einen Gürtel bekommen. Haha, geil. Aber der hat leider keinen Sockel. Von daher ist es trotzdem besser. Kann ich das nämlich auch verkaufen? Wollt ihr das wirklich verkaufen? Ja, ich will das wirklich verkaufen. Und XXX angeblich ist leider inaktiv. Dementsprechend muss ich ihn jetzt fachmännisch entfernen aus meiner Gilde. Genauso wie Le Concours und Kaya Freeplay. Ist Rainer noch da? Ich heiße Abendler! Ah, hier, ja. Okay, der spielt ja auch noch aktiv. Oh, der ist aber stark. Strong unterwegs. Das ist schon mal gut, du. Ja, und ansonsten können wir hier eigentlich nochmal versuchen, hier eine Terra-Tarantel zu legen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei der Tarantel, aber wir ballern erstmal nochmal das ganze Gold weg. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Zack. Ja, war ja klar, dass sie platt geht. Dann sind wir jetzt auf Stufe 39 und kommen hoffentlich auch bald Stufe 50. Ich werde gleich nochmal ein bisschen Alu trinken und spielen. Aber bevor ich das mache, gehe ich lieber doch nochmal einmal auf Welt 54. Guck einmal da rein, hol mal meine täglichen Boni ab. Spiele einmal am Glücksrad. Ah, hier, Dark Kingdom und Hungary. Ungarn greift uns an. Oha. Hä, sind die irgendwie lost oder so? Achso, nee, stimmt ja, das ist ja gar nicht meine starke Gilde. Und hier sind Leute wieder inaktiv, Junge. Ich fress einen Besen. So viele wieder, das ist schmerzhaft. You can take yourself out. Jetzt habe ich wieder 5 Leute, die ich einladen muss, nur weil die Leute nicht aktiv spielen. Das ist immer sehr, sehr schade, wenn niemand aktiv spielt, weil es ist schon doof, wenn man Leute rausschmeißen muss aus einer einigermaßen okayen Gilde. Oh ja, meins im Mondportal. Wie gesagt, also mich persönlich ärgert das. Wir holen einfach jetzt mal alle Stadtwachen hier ab. Zack, zack. Oh, das ganze Gold, das macht mich geil. Hallo? Ich liebe sie. War hier nicht auch Stadtwache gerade? Nein? Okay. Oh, das war ein knappes Ding. Heute fällt aber auch ganz schön viel, ne? Überall. Ist heute wieder so ein Tag, wo was fällt. Ja, hier muss ich auch einmal drehen. Oh, Erfahrung schadet nicht. Gold schadet nicht. Gold schadet erst recht nicht. Nicht auf dem Char. Auf dem Char ist Gold immer wirklich sehr schön. Oh, Erfahrung auch nicht schlecht. Da kann man einen Edelstein suchen. Hier ein bisschen alles aufsammeln. Ja. Aber ansonsten, denke ich, war es das auch mit dem Video für heute. Es ist nicht großartig was Besonderes passiert. Das liegt halt daran, dass ich einfach wegfahre jetzt gleich. Und dass das Video ja natürlich auch noch geschnitten werden muss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vor allem für die ganze große Unterstützung. Das ist wirklich wunderschön, dass ihr mir immer tatkräftig beim Spielen zuseht. Ich bin jetzt noch ein bisschen kaputt, ehrlich gesagt. Aber das kriegen wir alle schon hin. Schließlich heiße ich ja nicht Gargamelius.